Herzlich willkommen zu der Folge Nummer 5 oder whatever von den zwei Flüchtlingen von nebenan. Ich weiß nicht warum, von nebenan oder von neben was, aber so sollte er auf Deutsch heißen, wenn jemand sympathisch ist. Und wir sind, wie ihr seht, sehr sympathisch. Willkommen zu unserem Podcast, die zwei Flüchtlinge von nebenan. Danke, danke. Amir, schönen Tag. Schönen Tag. Hast du schon mal das Sprichwort gehört, Eigenlob stinkt? Na, das man muss sich immer wieder loben, weil ich glaube, dadurch pflegt man eine gute Beziehung mit sich selbst. Und ich habe es, obwohl das heute nicht zu dem Thema passt, aber du hast es angeschnitten. Ich habe es am Anfang, so wie ich in der Öffentlichkeit was zu tun gehabt habe, immer wieder so Unterstützung gebraucht. Und es war so, dass ich das nicht wirklich sofort gefunden habe. Mittlerweile habe ich einen Mentor, einen Mentor und eine Mentorin. Aber früher bin ich vor dem Spiegel gestanden, wirklich so eins zu eins, und sag, es war's schon, das machst du gut, alles gut, du wirst das schon schaffen, das war gut, was du gemacht hast. Und das habe ich gebraucht. So, ich habe jemanden gebraucht, der zu mir steht, und zu diesem Zeitpunkt war nicht möglich. Und ich bin dann zu mir selber gestanden. Und ich glaube, das ist viel zu deutsch, der Spruch mit Eigenlob, also mit eigenem Lob stinkt. Weil ich finde schon, dass es etwas gesund ist, wenn man, das ist auch ein Teil von der Psychohygiene oder Selbstliebe oder sich selber pflegen. Also überhaupt nicht verwerflich. Aber man kann schon eine Schwelle, eine Stufe erreichen, wo dann schon stinkt. Da gebe ich dir recht. Und das kenne ich schon. Ich glaube, du bist sehr tief in der Psychologie reingetaucht, ne? Und ja, das war auch alles zu Recht. Ich wollte tatsächlich nur einen kleinen Witz machen, aber Glaube dir nicht, bei gut. mir ist alles so ernst. Also alles wird genau fundiert. Alles gut, wird analysiert und auch fachlich beantwortet. Hör mal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich sitze auch da in meinem Zimmer am Land in Salzburg ganz alleine. Wie ist bei dir? Ich Aber setze, ja. du bist verheiratet, du hast eine Familie, oder? Ja, ich bin verheiratet. Ich habe auch ein kleines Kind und ja, ich glaube mittlerweile wissen das die Zuschauer beziehungsweise Zuhörer. Ja, was Aber wie war das, wenn ich fragen darf, so, wenn man eine, weil wir kommen aus demselben Staat, und wenn man eine Europäerin heiratet oder in einer Beziehung ist oder, weiß nicht, eine Liebesbeziehung pflegt, das ist nicht für erwünscht. alle soeben erwünscht oder willkommen zu Ja, heißen. schön, schön gesagt erwünscht, ne? Also schön, schön gesagt erwünscht. Aber ohne die Sache jetzt wirklich zu beschönigen, es ist ein bisschen befremdlich, gerade für die, die gar nicht hier leben, sondern drüben sind. Ja, und je nachdem, wie der Status quo ist von diesen Menschen, kann es sein, dass zum Beispiel du alleine hier hingekommen bist und alle anderen Familienmitglieder auch drüben, also in meinem Fall in Syrien. Und dann wird es auch umso schwerer für sie, dass sie es nachvollziehen. Ja, von daher, nee, war auf jeden Fall schon eine ganze Abenteuer, würde ich sagen. Ja, Aber wobei nicht nur für die Leute, für die Eltern, für die Familie in Damaskus, auch hier. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung reden, dass ich bin jetzt seit 6 Jahren in Österreich, und ich war schon in zwei Beziehungen, und meine letzte Beziehung war ungefähr 3 Jahren. Und ja, du hörst immer wieder so welche dämliche Kommentare von Landsleuten oder von Menschen. Ja, ach so, ja. das ist irgendwie, es gibt sehr viel Kritik, und ich kann schon so ein bisschen bestimmte wieder Aussagen reproduzieren, obwohl das ich sehr verachtend, also menschenverachtend finde oder nicht so ganz zutreffend, wie zum Beispiel, ja,
Sie ist nicht junge Frau gewesen. Europäerinnen sind gewohnt, mit vielen Männern zu schlafen. Sie wird dich für einen anderen Mann nach ein paar Jahren verlassen, weil Die haben sie auch deren kennen nicht. Vorurteile, oder? Ja, ich weiß, dass es Vorurteil ist, aber wir haben ausgemacht, in diesem Podcast offen und ehrlich über Dinge zu reden und versuchen zu verstehen. Ich will einfach nur so nachvollziehen, warum man so denkt, warum ist das so wichtig ist, oder warum ist das überhaupt so verteufelt, wenn ich mit einer Europäerin eine Liebesbeziehung pflege oder geheiratet bin oder whatever. Besonders in dieser Konstellation, wenn sie andere Religion hat. Also, das ist für mich war schon eine Herausforderung, weil ich habe hier meine syrische Community und ich würde sagen, ich möchte nicht sagen, sie sind konservativ, aber das ist schon vorgekommen, obwohl sie eben nicht konservativ sind. Also, es gibt Ja. so viele Gespräche im Kaffeehaus, wo man denkt, oder oh, da hört auf. Ja, was ich sagen will, ist, das ist schwer zu nachvollziehen für ganz viele Menschen, die drüben sind, aber genau wie du sagtest, manchmal sind die Menschen, die hier sind, also die auch rübergekommen sind, auch noch härter zu einem, als die da drüben sind. Ich glaube, das hat mit der Komfortzone zu tun, weil du verletzt deine Komfortzone, du lernst jemanden kennen, der überhaupt nicht aus deinem Land kommt, gar nicht dieselbe Sprache spricht, gar nicht eigentlich einfach anders, ganz anders ist. Und sind sie entweder ein von zwei Sachen, was meine Erfahrung so gezeigt hat. Entweder sind sie neidisch oder sehr konservativ. Ja, und ich spreche jetzt gerade von den zum Beispiel jetzt Leute, die natürlich Single sind, ne? Weil ich weiß es nicht, warum das so ist. Der hat sich so eine Deutsche geschnappt, so, ne? Nach dem Motto. Als wärst du so ein Jaguar und du warst auf der Jagd und du hast deine Beute mitgebracht. Ich weiß es nicht, was Ich ist sehe es deine nicht so Wahrnehmung? wie du. Ich sehe es nicht so wie du. Ich sehe, dass es auch für viele auch eine religiöse Argumentationen beinhaltet oder mehrere Argumentationen eben, dass es so, beziehungsweise über so die zukünftigen Kinder, aber auch so über das Konzept Ehre, was ehrenvoll ist, was nicht ehrenvoll ist. Und ich will jetzt auf keinen Fall verallgemeinern, ich rede nur über meine persönliche Erfahrung, die trifft sicher nicht auf jeden und nicht jeder hat dasselbe erlebt wie ich, aber ich kann nur reden von dem, was ich selber erlebt habe. Und was ich erlebt habe, es war so, dass eben so, du bist geächtet quasi, also ich habe es so erlebt. Und genau diese Personen, die das so belächelt haben oder so eher so so unterschätzt haben oder nochmal herabgewürdigt haben, sind diejenigen dann, die über die Familie oder über Bekannte eine syrische Frau in irgendein anderes Bundesland auswendig gemacht haben und dann so über Eltern diese sogenannte organisierte Ehe dann eben geheiratet. Und ich will es nicht verurteilen, das geht mir nicht, wie jeder soll sein Leben freiwillig, also frei, ohne Zwang gestalten, aber eben ohne Zwang, wenn das auch für beide Seiten ohne Zwang, also sprich in diesem Fall für die Sowohl für, Frau. Und ja. genau, also ich wollte sagen, das Thema ist sehr komplex, es gibt so mehrere Faktoren, also das Konzept Ehre, Religion und auch die Unterschiede, weil man muss sich schon gefasst darauf machen, wenn man in eine Beziehung eingeht, die multikulturell ist, dass viel Kommunikation Bedarf gibt.
man muss wirklich viel reden, weil bestimmte Dinge sind nicht klar. Das ist auch in einer normalen Beziehung, wo zwei Menschen aus demselben Land oder demselben Kulturkreis kommen, dass das auch viel Kommunikation bedarf sind, weil Menschen sind nun mal unterschiedlich. Aber in so einer, in einem Fall, wo aus verschiedenen zwei Kulturen das Paar kommt, dass es noch mehr Kommunikation bedarf. Und ich will auch mal sagen, dass ist es auch so, dass das Thema Selbstbestimmung bei den Frauen in Europa ausgeprägter ist, also dass die Frau in Europa mehr Rechte erreicht hat in diesem Hinsicht. Ich will nicht sagen, dass bei uns die Frauen das nicht selbstbestimmt ist. Es gibt sehr viele starke Frauen, die sehr selbstbestimmt sind. Aber wenn das so proportional, also so im Durchschnitt, ist es hier gefestigter, die Sache mit Selbstbestimmung. Ich hab eine Frage an dich. Als du das erste Mal eine Österreicherin kennengelernt hast und du jetzt, ne, deine Absicht hattest, mit ihr eine Beziehung anzugehen, hast du direkt deinen Eltern davon erzählt? Es ist so, dass ich schon mit meiner Familie über meine Beziehung mit der Jenny, meiner Ex, geredet habe, ganz offen. Wobei meine Familie schon sehr religiös ist. Und das ist, zeigt, dass es nicht, dass Religion keine Ausrede ist. Also in diesem Fall, mein Papa geht zu jedem Gebet in die Moschee, auch zu Sonnenaufgang in die Moschee. Also er betet Salat Subh im Moschee. Und das war so, wie wir so fix zusammenkamen. Einfach, ich habe Videocall gehabt, sie haben keine Ahnung davon gehabt, kein Vorwissen. Dann habe ich einfach so die Kamera auf sie gerichtet und gesagt, das ist sie, lernt euch kennen. So, natürlich gab es im Nachhinein, ja, hin und her, vielleicht sollst du sie heiraten, dann ist es, was du machst, nicht haram, sondern es ist deine Ehefrau. Und mein Papa hat sich Gedanken gemacht und so, aber es war nicht also kein Konflikt, keine konfliktäre Auseinandersetzung. Also er hat gemacht, mach das, aber ich habe es nicht gemacht und das war auch okay. Also dann haben sie es angenommen. Die haben Und da es, gab es glaube ich, kein geduldet, eher. geduldet oder angenommen. Und wobei, also meine Mutter hat mit ihr dann selbstständig geredet, privat, und das war ganz, ganz, ganz normal und das wurde so angenommen. Und dann in normalen Telefonaten fragen sie nach ihr ganz normal. Also ich hab nicht das Problem gehabt, dass es abgelehnt wurde von meiner Familie. Wie gesagt, obwohl also für meine Familie das Thema Religion ist sehr groß. Also bei uns wird den Geburtstag von dem Prophet sehr groß gefeiert, also alle möglichen religiösen Dinge sehr groß gefeiert. Also du kennst so, es gibt nicht die richtigen Damaszener, aber meine Familie sind wirklich richtige Damaszener, ja, so mit den allen Dingen. Aber wie gesagt, es ist eine Herausforderung, wobei ich habe jetzt unlängst eine Studie gelesen, obwohl wir jetzt durcheinander reden, über multikulturelle Paare. Also Paare aus zwei Kulturen, dass sie weniger streiten. Weil die haben sehr viel, dadurch, dass sie aus unterschiedlichen Kulturen kommen, müssen sie über diese Unterschiede reden. Und durch diese Kommunikation, durch diese ausgeprägte Kommunikation, meiden sie die Streitigkeiten aus, weil sie ständig in Kommunikation sind. Und Was würdest du, du hast gesagt, zweimal hattest du Beziehungen. Würdest du das bestätigen? Ja, schon. Also ich finde, dass es sogar für mich viel interessanter war, weil ich war in Syrien in einer Beziehung und das war so, dass wir haben viele Dinge waren selbstverständlich. Wir wissen, ohne zu reden, über diese, man nennt das in der Psychologie oder Soziologie Sozialcodes. Also du brauchst nicht darüber reden, das ist für beide bekannt. Üblich, Und ja. genau, das war so, dann in vielen Dingen eindimensional. Aber in so einer multikulturellen Beziehung, du bist im Lernen ständig. Du lernst ständig irgendwas von deiner Partnerin oder sie von dir. Und für mich war eben sehr anregend, sehr spannend. Und
so auch, wie soll ich das sagen, eben vieldimensional. Also so, du bist Vielsichtig so. gefördert, genau, vielschichtig, ja, genau, so mannigfältig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich Ja. sage nur aus meiner Erfahrung. Ja, genau. Jeder redet aus seiner Erfahrung und wie du vorhin gesagt hast, keine Verallgemeinerung so. Was ich sagen kann, also jetzt kurz auf deine Studie aufzugreifen, ich finde es vielleicht am Anfang, aber dann irgendwann, wenn du schon jahrelang mit deiner Partnerin bist, dann ist das, dann wird es auch normal. Es wird alles üblich. Was davor irgendwie anders war oder interessant oder neu und so weiter, wird dann mit den Jahren einfach normal, ja, für beide Parteien. Egal, ob das ein Kulturschock davor war oder neue Sprache oder sonst was. Weil ich bin zum Beispiel jetzt mit meiner Partnerin über 4 Jahren, fast 5 Jahren sind wir zusammen. Und wir haben sehr viel erlebt zusammen. Ja, sehr viele Hohen und sehr viele Tiefen. Vor kurzem auch ein Kind bekommen. Also ich könnte sagen, dass das mit dem Streit ja, es ein normaler Alltag ist. Also, dass es kein heftiger Streit gibt, aber auch nicht streitfrei. Und ja, es ist Sicher, einfach sicher. Es Streit wie, ist super wichtig. ja, und wie zum Beispiel, wenn ein anderer Partner quasi aus demselben Land kommt, würde ich mal schätzen, nach meiner Wahrnehmung. Ja, aber ansonsten. Meine Familie hat das erstmal, ich habe es tatsächlich erstmal verheimlicht. Ne? Ich hatte keinen Bock auf diese Konfrontation. Vor allen Dingen, weil ich halt das alles für sehr kraftberaubend, ne? Dass du dich sehr viel Mühe gibst, dir sehr viel Mühe gibst, um deinen Eltern etwas zu erklären, was für dich eigentlich schon selbstverständlich und normal geworden ist. Die müssen das erstmal begreifen. Und manchmal wollen die es nicht. Die können das, aber wollen sie es nicht. Und deswegen habe ich es wirklich fast 2 Jahre, komplett 2,5 Jahre ungefähr verheimlicht, weil, wie gesagt, ich keinen Bock darauf hatte, es zu sagen. Irgendwann ist für mich aber sehr klar geworden, dass ich es sagen muss, weil das tut auch meine Psyche gut. Und dann habe ich es in einem Video zusammengefasst. Ich habe ein Video gemacht tatsächlich, genau, Okay. wie ich hier so genau wie wenn Merkel oder Kurz die Neujahr-Ansprache machen, habe ich auch eine Botschaft-Ansprache an meine Eltern gemacht. Ne? Also ich habe mich hingesetzt, ein Video, Stativ gebaut, Studio aufgebaut und ein Video gemacht und ich habe meine Familie erklärt, warum ich denen dieses Video mache und wer meine Partnerin ist und die hat sich auch vorgestellt auf Deutsch natürlich, habe ich ihn immer übersetzt darunter, also wirklich ein ganzes Video habe ich gemacht dafür. Und geschickt, weil ich wollte nicht, Und wie war die Reaktion auf das ja, Video? genau, und genau das wollte ich quasi abdämmen, indem ich ein Video mache und nicht, indem ich es sage und direkt eine heftige emotionale Gegenmeinung bekomme. Ja? Wenn du mit deinem Vater telefonierst und dann sagst du ihm etwas, was ihm nicht gefällt, dann gibt es sehr viele Optionen, aber 99% von denen sind nicht schön. Und darauf hatte ich keinen Bock, deswegen habe ich das Video geschickt. Und ja, das kam sehr gut an, dass sie es erstmal das Video gesehen haben und erstmal das Ganze verdaut haben, ein bisschen verarbeitet. Ja, manche kamen, also vor allen Dingen mein Geschwister kamen damit viel schneller klar. Mein Vater hat ein bisschen länger gebraucht, ja. Er hat länger gebraucht, bis es bei ihm erstmal ankam. Und jetzt sind sie beste Freunde.
zum Thema Schenken, die schenken sich immer, also meine Partnerin, Papa und mein Vater, ihr, jetzt alles gut, jetzt normal geworden. Sehr schön. Und aber davor, mein Vater war so einer, der gesagt hat, du solltest nicht mal eine Araberin, also keine Frau, die auch aus einem anderen Land als Syrien heiraten. So, so ist der. War aus Damaskus. Und am besten aus Damaskus, ja. Und aus unserem Viertel. So streng war er auch nicht, in Anführungsstrichen. Nicht so streng. Aber das ist, so einer war er. Und der hat bestimmte Vorstellungen, aber... Ich musste ihm beibringen, dass es mein Leben ist und nicht seins. Ich glaube, das ist für dich war so ein Prozess, dass du quasi vorbereitest und das ist immens viel Arbeit, viel Energie, viel so kopfig wirklich, dass die ganze Zeit was mit meiner Familie. Weil ich denke, du lebst da. Ich nehme es nur an, weil ich es auch bei mir so. Aber die Familie hat immer noch sehr große Bedeutung. Du brauchst das emotional und auf verschiedenen Ebenen. Man kann nicht einfach seine Familie über Bord werfen, weil sie seinen Lebensstil ablehnen. Also ich bin auch jemand davon überzeugt, reden, 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 Kommunikation, irgendwann klappt es. Also es ist sehr beeindruckend, sehr interessant und nicht einfach. Aber schau, wir reden jetzt aus unserer Männersicht, aus dieser Heteronormativität. Wie ist es, wenn es umgekehrt wäre, wenn eine Syrerin einen Deutschen oder Österreicher heiratet und in einer Beziehung mit ihm ist, eine Liebesbeziehung pflegt? Das ist für uns als Männer, die privilegiert in unserer Gesellschaft sind, so fast unmöglich ist. Ich stelle mir vor, als eine Frau, und ich kenne keine einzige Frau aus Syrien, oder ich kenne arabische Frauen, aber aus Syrien. Ich kenne eine. Die mit einem Deutschen oder Österreicher ist, ohne heiraten, einfach so, Beziehung. Ich kenne tatsächlich eine und mit ihr habe ich auf meinem Format... Das wäre sehr interessant zu wissen, wie das... Auf meinem Format Deutsch-Arabisch habe ich mit ihr auch ein Interview, aber tatsächlich auf Arabisch gemacht. Und die ist die lebt in Deutschland, die ist aber nicht mit einem Deutschen, die ist mit einem Polen. Also der ist auch hier hingekommen, der ist nicht hier geboren. Aber auch nicht Muslim quasi. Nein, Pole, also ne, Christ. Und die Polen sind noch christlicher als die christlichen Deutschen. Ne? Die sind schon konservativer auf jeden Fall. Und die ist mit ihm und natürlich, das ist für sie, wir leben nun mal in Männergesellschaft. So, hier vielleicht ein bisschen weniger, aber drüben ist einfach so. Für Männer ist viele Sachen erlaubt, was für Frauen Tabu ist. Jedenfalls, das war schon für sie ein sehr harter Kampf, ne? Bis sie es auch geschafft hat. Mittlerweile lebt sie mit ihm schon über 3 Jahre. Die haben auch ein Kind und die leben auch ein schönes Leben. Ne? Der weiß sie zu schätzen, sie auch ihn. Aber natürlich erstmal den Eltern zu vermitteln, dass sie mit so einem ist, das hat so schon sehr lange gedauert und ist eine sehr, sehr lange Geschichte und aber auch mega, mega, mega interessant. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist der Punkt, was ich ansprechen will, dass wir jetzt 2 Männer da sitzen. Wir können zwar nicht für alle Männer sprechen. Ja. Und wenn wir nicht für alle Männer sprechen können, wie können wir für Frauen sprechen? Und das ist, ich stelle mir das vor, im Fall einer Frau, das ist umso schwieriger ist. Aber 100%. Genau, aber bevor ich wieder den Faden verliere und in einen anderen Zweig gehe, ich habe gesagt, dass um multikulturelle Beziehungen weniger streiten, aber ich denke, es gibt so Unterschiede von Streit. Es gibt Streit und es gibt Streit. Und es gibt Streitigkeiten, die sehr gesund, sehr gut sind. Ich weiß es nicht so, über Meinungen und Ansichten. Und ich bin auch überzeugt, dass ein gesundes Maß an Streitigkeit sehr gut ist. Das ist auch bekannt, dass
Paare, die leidenschaftlich streiten, auch leidenschaftlicheres Sexleben haben. Und aber wo die Grenzen sind, will ich jetzt nicht thematisieren. Und das Thema Ja. Beziehung ist es wirklich kompliziert. Und wir sind, glaube ich, nicht die Experten dafür. Naja, ich bin Wobei, kein Soziologe oder Erziehungsexperte. Beziehung auch zwischen zwei Menschen aus demselben Kulturkreis ist es heutzutage unmöglich. Also das hängt von vielen Faktoren. Wir haben versucht, das irgendwie anzureißen, einfach so anzuregen. So, das Thema, es gibt auf Arabisch einen Begriff, heißt Musakene. Also dass wenn Paare ohne Ehe Partnerschaft. zusammenleben. Genau, Partnerschaft. Und das ist jetzt lustigerweise in Syrien, ich bekomme das von syrischen Freunden, die noch dort sind, zunimmt, dass es immer vermehrt zu erleben ist. Und ich erlebe es auch hier. Ich habe auch einige syrische Freunde, die zusammenleben ohne Ehe. Also, das ist auch das Interessante ist, wenn die Als Gesellschaft dir das Paar als so. Paar, genau, als Paar zusammen, wenn die Gesellschaft das dir ermöglicht, das ist auch viele Menschen das praktizieren. Also, In Anspruch nehmen, so, ja. genau, weil ich denke, heiraten ist es für mich eine Sache, die jetzt mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist ein veraltetes Konzept. Ich finde, wir Menschen, die heiraten, ich freue mich sehr. Ich habe auch wirklich geweint, als mein bester Freund geheiratet hat. Aber ich denke, es ist jetzt nicht mehr das, was wir brauchen, um zusammenzuleben. Ich Ich habe weiß in nicht. Deutschland, ich hab in Deutschland gelernt, dass für mich gewonnen, dass der Mensch, solange er andere Menschen, deren Grenze nicht überschreitet und sie in deren Privatsphäre nicht stört, soll er machen, was er will. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn du nur verpartnert werden möchtest, dann bitte mach mal. Wenn du heiraten willst, dann mach es auch. Also ist auch schön. Wir können auch, wenn du nur als Partner leben willst, auch ohne Ehe, wir können auch Feier machen. Ist gar kein Problem. Und wir können auch dich feiern ohne Ende und ist alles gut. Was ich sagen will, jeder dem sein. Ne? Also, wenn du es machen willst, mach es. Wenn du Partner sein, nur Partnerschaft führen willst, dann ist auch okay. Am Ende des Tages, dir wird kein Stück Fleisch abgerissen oder sonst Ja, was, aber wenn du du weißt, als dass die Partner bist. Gesellschaft dich nicht in Ruhe lässt, besonders du weißt von Ja, bestimmten Menschen ja, ja, werden ja. immer. Ich gebe Aber dir ich glaube, recht. dass es immer gibt, egal was du machst. Also besonders wenn du jetzt, wie wir jetzt unsere Meinung in der Öffentlichkeit geben, du wirst immer Menschen finden, die das nicht gut finden, egal worüber du redest. Also ich weiß das auch als Stand-up-Comedian, als Autor, egal was, auch wenn du über Marienkäfer eine Forschung machst, wirst du Menschen finden, die das scheiße finden. Also Das ist normal, das ist normal, ja. daher ist es auch, also für mich, ich glaube und ich wünsche, dass es so Menschen so weit kommen zu sagen, scheißegal, was die anderen sagen, ich will leben. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ich erlebe das tagtäglich mit meinem anderen Kanal und was die Leute sagen. 10 sagen über eine Folge mega cool und 3 andere sagen letzter Schrott. Also von daher, das wird, glaube ich, immer geben und das ist auf irgendeine Weise auch eine Bereicherung. Von mir ein schönes Jahr, Leute. Und ja, ich bin sehr froh über diesen Austausch und ich freue mich auch auf weitere Folgen. Du hast Ich freue angefangen, mich. du schließt es auch ab. Ich freue mich auch auf diesen Austausch mit dir, mit den anderen. Das, was wir sagen, ist es nicht allgemein gültig. Redet darüber weiter, widerspricht uns, habe andere Meinung und lass uns auch gemeinsam darüber reden, aber eben
mit Respekt und auf Augenhöhe, weil es geht hier, es geht nicht um richtig und falsch, es geht darum, wie man ein erfülltes Leben eben führt und das für jeden passt, unabhängig, was die anderen wollen. Genau. Schöne In abschließende diesem Worte. Sinne, Masalama. Ciao, ciao.